Hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und ich zeige euch mal hier einen Panzer, den ich glaube ich so noch nie gezeigt habe, dem FV 4005. Ein, naja, sehr außergewöhnliches Stück, würde ich mal sagen. Und wo dieser Panzer damals eingeführt worden ist, habe ich mir gedacht, naja, diesen Panzer kann es ja gar nicht geben. Aber für alle meine aufmerksamen Facebook-Follower, wissen sogar, dass ich diesen Panzer in Bowington fotografiert habe. Also ich muss sagen, sehr, sehr erstaunlich und ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Gerät, wenn man das auch noch live sieht mit diesem unglaublichen Turm. Ja, schon sehr besonders. Jetzt gucken wir doch mal, was Ratio Farm hier mit dem Tier 10er macht. Auf jeden Fall natürlich Matchmaking schon mal auf seiner Seite. Als Top-Tier. Und der Gegner hat auch nur 4 Zehner, sein Team 5 Zehner. Also von dem her schon mal sehr vorteilhaft. Jetzt campt er hier hinten natürlich, weil, ja, das Ding ist ein Monster. Was ich gerade kurios finde, hat er wirklich nur so wenig Schuss oder hat er einfach nur so wenig dabei? Weil 10 und 2 hört sich jetzt wenig an. Den M103 hat er hier mal eine 589er Schelle gegeben. Durchschlagskraft 310 und er schießt hier praktisch mit der HE-Kanone, die dann doch deutlich mehr Schaden bringen sollte, sofern man natürlich dementsprechend gut trifft und gut draufkommt. Das muss wehtun. In dem Fall nochmal dann gekettet und sein Team hat den Killshot hier bereitet. Man sieht allerdings gerade so im Schnitt 677 Schaden, 633 sind es, der letzte war 677. Man muss natürlich auch dementsprechend gut treffen, weil sonst könnte man mit der normalen auch schießen. Jetzt Auto-Aim, ja, und der WZ, der findet natürlich Auto-Aim lustig, weil ja so ein One-Shot auf den 8er Scout geht dann natürlich. Er schreibt auch Right. Der tut natürlich sakrisch weh. So, und jetzt der E100 bietet auch nochmal die Seite hier an. Jetzt ist er aber wieder zu. Und was hat er da? Einen vollen ST. Wow! 1875 und lässt ihm 25 HP stehen. Wahnsinn. Das war mal ein Pfund. Da würde ich mich jetzt als Gegner auch ein bisschen verarscht vorkommen, muss ich gestehen. Und er schreibt auch nur, what? Ja, der ist natürlich, das ist schon krass. So, und jetzt den E100 kettet ihn hier und macht auch nochmal 700 Schaden. Und da ist er weg. Wahnsinn. Also der Schaden ist unglaublich. Das ist zwar nicht das actionreichste Gameplay, was ich euch zeige, weil er hier natürlich campt, ganz klar. Aber ich muss sagen, ich finde auch solche Schadenswerte immer mal enorm cool zum Anschauen selber. Und zum anderen ist es auch einfach mal schön, so mal ein paar Panzer zu haben, die einfach nicht so oft gezeigt werden. Und der FV gehört da definitiv dazu. Und aus Teamsicht muss man sagen, macht er seinen Job hier super. Er blockiert hier niemanden, er supportet sehr, sehr gut. Natürlich hat er das Glück, dass das gegnerische Team hier kämpft, wo es kämpft. Wenn sie natürlich weiter vorgedrückt hätten, dann würde er bei weitem weniger anrichten können. So, da hinten noch der Conqueror. Schauen wir mal, worauf er jetzt gehen will. So, da kommt jetzt eigentlich super auf den Conqueror drauf. Ja, und jetzt kommt der Schuss auch nochmal 641. Und da kommt jetzt ein E50 bei ihm. Da muss er aufpassen. Naja. Hat sein Team gemacht, das Objekt 261 hat hinten den 121er gekillt. Denkt sich, naja, wenn keiner da ist, mache ich es halt selbst als Arti. Und der T30 hat ihm das Objekt hier weggemacht, den WZ weggemacht. Ne, der E50 war es, Entschuldigung. So, E75. Jetzt hier, ja, schön natürlich ins Heck geschossen. Da geht's dann einfach, aber es ist halt einfach, guckt euch mal oben den Schadenswert aktuell an, 6429. Und seit langer Zeit ist das übrigens auch mal ein Replay, was kein Panzer ist. Weil ich wollte einfach mal, wie gesagt, ich finde es schön, nur ein bisschen Abwechslung auch mal zu haben und ja. Trotz dessen, dass er hier so viel Schaden macht,
wird das am Ende sogar nur zweiter Klasse. Also das ist schon brutal. Ich will gar nicht wissen, was man so mit einem mit einem Gegnerisches Panzer Fahrzeug denn abgeschaltet. machen soll, wenn schon dieser Schaden nicht langt. Jetzt hat er seinen dritten Kill endlich. Beim Stand von knapp 7000 Schaden. Unglaublich. So, der STB, der hat hier ein Übermaß an Gegnern. Und da ist jetzt ein WZ neben ihm. Sein Zugpartner, Dr. Titan, hat jetzt den STB weggemacht. Und jetzt wird er wahrscheinlich auf den WZ fahren. Verlässt seine Position. Na, sein Team kümmert sich jetzt natürlich um die beiden Artis, ganz klar. Und da haut der WZ gerade ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt an Schaden reißen wird. Boah, schon wieder 1835 und lässt nochmal 15 HP stehen. Unglaublich, 8502 Damage bisher. Der WZ schießt auch noch drüber und der T30 macht's weg. Und damit ist das Spiel vorbei. 3 Kills, 8500 Schaden und nur zweiter Klasse. Unglaublich. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, war statisch, aber ich finde auch mal solche Panzer zu zeigen ganz wichtig und auch notwendig, weil das sind ja auch die, wo man so ein bisschen überlegt, will ich den denn selber haben? Und das könnt ihr euch jetzt hoffentlich ein bisschen besser vorstellen. Deswegen würde es mich doch freuen, wenn ihr auch einen Kommentar dazu da lasst, wie ihr den selber findet. Und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.